Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Ratchet & Clank. Ja, wir waren ja hier stehen geblieben, nachdem wir uns dezent erstmal aus dem Staub gemacht haben. Was ist das zu den Teleportopus-Feldern reisen? Nee, da fliegen wir hin, weil wir noch ein bisschen erkunden müssen. Und ich das Fliegen mag. Jetzt mal gucken. Ah. Okay, hier ist ein Weg. Ist da doch bestimmt auch irgendwo ein Gold Bowl, könnte ich wetten. Auf jeden Fall Geld. Können wir ja auch mal schauen. Wo jetzt? Verstehe ich nicht ganz gerade. Aber gut, egal. Wir fliegen einfach mal in die Richtung. Ja, in die Richtung. Wir fliegen jetzt einfach mal da drüber. Okay, und jetzt hier oben können wir gleich mal schön unseren Plasmastürmer testen. So, bam. So. Oh ja. Hey, verpissen zählt nicht. So. Okay, jetzt haben wir das erstmal gemacht. Jetzt kriegt er erstmal die. So. So. Ja, ja, unser Akku ist fast leer. Das letzte Feld. So. Ja, wo ist das letzte Feld? Das ist jetzt die gute. Ah, da drüben. Achso, da. Ah, sauber, keine Munition mehr. Mr. Zirkon. Verpixler. Alles GG. Oh! Okay. Nee. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Ja, das war er sogar. Und hier haben wir doch den Gold Bowl, von dem wir im letzten Part die ganze Zeit gesprochen haben. Apropos Gold Bowl. Haben wir jetzt... Doch, erst die Stadtwelten schon 10 oder sowas. Ach, wir haben auch schon wieder neue Karten. Gucken wir sonst doch mal an. 3 Stück. Holokartenabwurfrate erhöht sich um 5%. Schön. Oh, noch einer. Was? Protofragmentierer. Omega-Variante. Wow. Und mehr Bowls. Sehr gut. Also 3 neue Karten und 3 Sätze komplett. Sehr gut. Sehr geil. Gefällt mir. Nur jetzt brauchen wir auch erstmal wieder ein bisschen Life. Das würde mir gerade auch sehr gut gefallen. Jetzt haben wir es im letzten Part echt so gut geschafft zu überleben. Deswegen würde ich das gerne beibehalten. Aber ich glaube, wir haben jetzt so langsam aber sicher überall die ganzen Nanotech-Dinger
ja, benutzt. Oder gehen wir einfach nochmal, ja, wir gehen einfach nochmal zurück. Wir haben genug Düsenjab, Düsenpack-Ding. Und... wow. Ja, okay, wir haben viel Raritanium, sehe ich auch gerade. Damit bessern wir erstmal meine Lieblingswaffe auf. Meine... wo ist er? 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 Da, den Verpixler. Oh, der hat auch eine neue... Dingens. Schön. Ja, komm. Munitionsheil. Wenn Gegner besiegt werden, prägt diese illegale Modifikation gelegentlich eine Posten-ID aus einem einzigen Bolt, wodurch dieser irgendwie zur Munition wird. Okay. Ja, cool. Und welche Waffe? Ah, ne, der Pyrozitor, der hat noch keine... noch kein Upgrade. Deswegen bringt er uns noch nichts. Der Groovitron... hm. Eigentlich würde ich fast sagen, der Brenner, aber der hat halt hier gerade keine. Der, und da die Feuerrate könnten wir erhöhen. Wird eigentlich schon irgendwie eine besondere Fähigkeit. Ja, Mr. Zirkon, okay, komm, nehmen wir. Nehmen wir den hier einmal. Inaktivitätsprotokoll. Weitere inaktive Zirkons können verstaut werden, ohne dass ein Kampf ausbricht und die Munition wird erhöht. Oh, cool. Okay, können wir noch irgendwo... Protonentrommel, die hat eigentlich auch mal ein Upgrade verdient. Der Wirkungsbereich, aber mit 6 können wir leider kein Dingens machen. Schade. Na gut, aber wir machen es soweit zumindest schon mal. Weil die Protonentrommel, die hat uns auch schon sehr oft geholfen, deswegen... würde ich sagen, passt das. Da haben wir jetzt auch wieder volles Leben. Volle Munition. Jetzt können diese komischen Viecher da kommen. Das Telepathopus? Die Telepathopus-Armee gehört so gut wie mir. Hier ist dein Infobot. Denk dran, du hast ihn nicht von mir. Guten Abend, liebe Blau. Vorsitzender Drake hier. Mit Neuigkeiten zu unserer Suche nach einer neuen Heimat. In den nächsten Tagen bemerkt ihr womöglich gesteigerte Blark-Aktivitäten in der Galaxie. Das mag vielleicht die Schutztruppen alarmieren, ist aber unbedingt nötig, um unseren Erntern einen sicheren Transportweg zu gewährleisten. Paradebeispiel: das Sternwacht-Abwehrgeschütz auf Batalia. Diese Boden-All-Ionen-Kanone schützt die Galaxie schon vor Invasionen, seit wir erstmals unter die Erde fliehen mussten. Ist sie erst außer Gefecht, kann unser ruhmreicher Plan fortgeführt werden. Es laufen bereits Vorbereitungen, also keine Angst. Zieht es durch, etc. bla 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 bla. Sind die Sternwacht und ihre umliegenden Truppen erst eliminiert, beginnen wir mit den letzten Phasen meines Plans. Diese Lache einfach nur creepy. Wir müssen verhindern, dass Drake das Sternwacht-Abwehrgeschütz zerstört. Yeah. Befindet sich die Kanone. Das nenne ich mal ein schönes. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Das nenne ich mal eine schöne Errungenschaft. Ich bezahle eine gute Belohnung für jedes der noch übrigen Herde in dieser Gegend. Findest du sie alle? Gibt sogar noch einen Bonus obendrauf? Was ist das? Na, keine Ahnung. Oh, 60 hier, ne? What? Na gut, okay. Wir haben dann erstmal was zu tun hier auf diesem Planeten, würde ich sagen. Weil diese Hirne, ganz ehrlich, bevor wir irgendwo anders hingehen, würde ich eigentlich schon sagen, dass wir hier die Hirne erstmal abschließen. So, du Ficker wirst gleich erstmal gefickt. Kaputt gemacht. So.
Na komm. Was? Wie hat der uns getroffen? Na egal. So. Ey, du bist tot. Weg mit dir. Okay, die geben 3. Wir hatten vorhin, ich glaube, 4 oder 5. Oh ne, im letzten Part 4 oder 5 befreit. Oder gesehen zumindest, sag ich mal. Na komm, holen wir uns einmal die Tankstelle, den Tank da. Und jetzt fliegen wir hier hoch. Also hier natürlich. Oh, da sind sogar 2 oder 3. So. Lasst uns in Ruhe. Wir wollen einfach nur, dass das hier durch die Protonentrommel stirbt. So, und schon sind wir bei 11. Passt. Und 1, 2. Och nö, egal. Oh. Okay. Spitzenschütze. Und sag deinen Freunden, Mr. Zulkon will vernichten. Okay. Ja, wir wissen es jetzt. Mr. Zulkon will vernichten. Da ist Nanotech. So, sehr, sehr viele Bolts, das ist schön. Du plus Mr. Zulkon ist gleich Schmerz, Schmerz, Schmerz. Was? Erschöpft. Unser Tank ist bald leer. Brauchen wir wieder eine Tankstelle. Wo waren die? Unter anderem, warum sind da noch... So. So. Und jetzt fliegen wir gerade wieder hoch. Da haben wir wieder Munition kann man es nicht nennen. Da haben wir wieder genügend. Ja. Da wir wieder genügend Treibstoff haben. So. So. Protonentrommel macht uns hier erstmal den Weg frei. Und da holen wir uns erstmal natürlich die Munition. Ah, okay, hier ist wieder eins. Protonentrommel und sei nützlich. Oh, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass die Protonentrommel doch so nützlich ist. Aber für kleine, gerade für kleine Viecher ist die sau gut. Weil die halt einfach nur aufrollen. Ah, da ist doch so ein Vieh. Moment. Wir haben noch Munition. Bam. So. Verdammt, das reicht nicht.
So. Na, komm. Oh, nicht runterfallen. Das wäre das Letzte, was wir gebraucht hätten. So, sehr schön. Okay, die haben da drüben wieder einen Tank. Einmal Mr. Zircon und... Und da haben wir jetzt auch den Jägerwerfer endlich mal eine Stufe höher. So. Oh, nur noch 2% Benzin gehabt. Egal, aber es hat alles gepasst. Alles gut. Das Ding will ich auch am liebsten aus der Luft holen, aber wir haben keine Munition. Ja, genau wie die Scheißviecher. Egal. Und Verpixler ist Level 4. Sehr schön. Unsere erste Waffe jetzt, glaube ich, Level 4, oder? So. Wow. Was zur Hölle? Wo bist du? Da bist du. Weg mit dir. Mensch. Die Viecher nerven, ganz ehrlich. Nein, wer ist Mr. Zircon und warum fliegt der Lappen mir hinterher? Wo ist das letzte Feld? Das ist die große Frage. Unten. Nee. Ah, nee, da drüben. Ja, was? Ja, Tatsache. Na komm. Dass wir dann gleich hier direkt den nächsten haben. So. Au. Und jetzt haben wir auch den Brenner Stufe 4. Sehr schön. Das steigert nämlich gleich unsere Munition und das ist natürlich ja, sehr nützlich für uns. Das, wir haben keinen Scheißdreck. Wir haben kein Benzin mehr. Jo. einem Telepathobus hingerochen. Riecht wie Zuckerwatte. Merkwürdig, oder? Okay, jetzt will ich halt mal wissen, was ist das bitte? Sieht nach einem Infobot aus, oder? Ah. So. Na gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben einige befreit, die wir aber noch nicht gemacht haben. Ah, da ist einer. So. Bam. Jo, und der ist einfach mal Level up. Passt. Dann können wir jetzt, glaube ich, sogar durchschieben, bis er tot ist. Ja. Perfekt. Ist mal die Frage, ob... Ja, okay, die kommen direkt zu uns. Auch irgendwie creepy. Die Hirne fliegen zu uns. Ich wüsste nicht, ob ich das gut finden soll. Ja, okay. Das ist auch gerade mal die Überlegung, wie viele Gold Bolts gibt es hier eigentlich? Ne, was? Ah! Ja? Ne, ich dachte, da hätte ich wieder so ein Vieh gesehen. Dem war aber nicht so. Aber ganz ehrlich, ich finde diese Fliegen so geil. Das gefällt mir so übel. Das macht so viel Spaß auch vor allem. Einfach, hui! Über den Wolken! Okay, da hat auch wieder so ein Vieh. Ist das nicht sogar das, was wir vorhin schon mal befreit haben? Kommt nämlich hier das hier bekannt vor. So, einmal erstmal einen Schuss dick ins Gesicht. Dazu kommen wir vernichten. Du bist
Na gut, nein, der tanzt wirklich nicht. So, bam. Okay, Munition ist wieder alle. Dann gehen wir zum... Ah, nehmen wir den Brenner, komm. Oh. Ich hasse es, wenn der so nah, wenn die Viecher mal so nah kommen. So. Die Viecher haben wir. Da ist wieder ein neuer. Na, dann fehlen uns jetzt gar nicht mehr so viele. Wenn wir bedenken, im letzten Part haben wir, glaube ich, noch 6. Oder, nee, oder haben wir die, ach Gott, ich weiß gerade nicht mal mehr, ob wir in diesem Part jetzt den Infobot schon hatten oder im letzten. Naja, egal. Na komm. Verpixler! Ich lass dich am Leben, kleines Alien. Reingelegt! Satzfokon ist auch einfach nur Kult. Und auch das Vieh ist weg. Sehr schön. Oh, und wir haben Raritanium bekommen. Sehr schön. Na gut, aber wir haben nur 4. Mit 4 Raritanium können wir leider nicht wirklich was anfangen. Ist hier irgendwo... Scheiße. Ja, ich weiß, es ist leer. Ich will aber nicht, dass es leer ist. Na komm. Tja, irgendwo hier muss so eine Tankstelle sein. Na gut. Treffen wir halt doch mal auf die Lava. Ach Gott. Müssten wir echt komplett hinter, dass wir... mal tanken konnten. Aber okay, das lohnt sich auch wieder, weil wir hier was übersehen haben. Nee, kurz an der Nase kratzen. Und mit dem Flammenwerfer Chicken! Braten. Was haben wir hier? Einen Goldbolt. Cool. Und sehr viel Munition, was auch sehr, sehr schön ist. Warum haben wir das vor? Im letzten Part nicht schon gefunden, den Ort hier. Okay, hier ist aber sonst nichts mehr, oder? Oh Gott, das Ding ist nicht mal auf der Karte. Wie assi ist denn das? Ja gut, aber das ist groß genug. Wo führt denn das hin? Wie führt das denn? Na egal. Da hinten ist wieder ein Teil, ist wieder ein Vieh. Bom, 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 bom. Bom. Ach, die haben wohl immer so einen Punkt, wo es kritisch ist. Wir haben zwar keine Munition mehr, aber es ist tot. Und da fliegen die Gehirne. Meister, wir kommen. Das ist die lustige. Das macht doch irgendwie ein ekelhaftes Gräuel. Ja, Mr. Zucker, du darfst vernichten. Ja, wir verschwenden Mr. Zuckons Zeit mit Kisten. Weil in Kisten Geld drin ist, was Mr. Zuckern sehr, sehr stark machen kann. Oder wird sogar. Boom. 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 So. Die haben wir auch. Oh, und da hinten ist wieder so ein Vieh. Okay. Okay, 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 okay.
haben wir... Wir haben Scharfschützenmunition, sehr schön. Boom. Dreh dich um. So, Schnucki. Zeig uns deine wunderschönen Augen. Ach, verdammt. Boom. Boom. So, jetzt haben wir immerhin erstmal schon mal schlecht. Mr. Zuckern ist gelangweilt. Ja, Mr. Zuckern halt nicht nur uns. So. Warum fliegt der weg, der Wicke? Der. Bäh. Okay, wir haben's und. Oh. Kettenreaktion. Und. Oh, 1000 Bowls und einfach mal 3 Raritarium. Und was ist hier bitte? Was ist das für ein Platz hier? Und wie blöd ist denn das hier eigentlich jetzt gerade gemacht? Das ist, hier ist ein Platz, aber wenn man hier hinkommt, gibt es kaum eine Möglichkeit, wieder wegzufliegen. 25, kommen wir bis da rüber? Zweifels ehrlich gesagt. Oder darüber. Ah. Nein. Und wir hängen fest. Ja. Und wir sind tot. Na gut. Uns fehlen noch 15 Gehirne. Oh, da sind 3. Und da ist Boost, also würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part dann genau an dieser Stelle wieder. Und ja, dann schließen wir hoffentlich auch endlich die Gehirnsaga ab. Also, an dieser Stelle, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal bei Ratchet & Clank. Macht's gut.